Willkommen, willkommen. Mein Name ist Balasch und was ihr mit davon sehen könnt, sind ein paar leistungsfähige Sportautos von Ford, unter anderem zum Beispiel der Mustang, der seit einem Jahr auch in Europa erhältlich ist. Aber natürlich daneben auch noch ein paar andere interessante Wagen, durch die ihr zwar hier durchbrowsen werdet, denn wir sind hier auf einer Veranstaltung, wo natürlich es nicht um Sportwagen nur geht, sondern eigentlich wurde hier der neue Fiesta vorgestellt. Der steht weiter hinten und da werden wir gleich hinterlaufen und ich zeige euch in der Zwischenzeit viele verschiedene Ford-Autos, die es aktuell zu kaufen gibt, also sozusagen das komplette Line-Up 2016. Also kommen wir zurück zu dem Formula 4 Auto. Das schaut natürlich ziemlich gut aus, aber viel sexier, sage ich jetzt einfach mal, ist der Le Mans Wagen, mit dem ich später auch ein Selfie machen werde. Aber der wird hier auf jeden Fall ganz gut belagert von vielen Menschen, die damit einfach mal ein Foto schießen wollen. Den zeige ich später nochmal aus der Nähe, damit ihr den auch von ganz nah anschauen könnt, in einem kurzen 4K-Video. Und dann gibt es natürlich hier die RS-Linie, die auch natürlich sportlich, sexy und vor allem Spaß zum Fahren ist. Vor allem der RS, den bin ich auch selber gefahren, war einfach genial. Nicht nur was Beschleunigung angeht, sondern wie er einfach auf der Straße klebt. So, jetzt schaue ich mal hinter zum Fiesta. Den gibt es nämlich nicht nur in einer neuen Variante, also designtechnisch, sondern wir haben zum ersten Mal einen Vignale in der Fiesta-Serie jetzt. Jetzt seht ihr noch mal ein paar Focus ST und ein Edge bzw. Cougar und weitere Autos, die ich euch jetzt nicht im Detail zeige, sondern gleich hier hinten links. Da sind dann die neuen Fiesta, wo jetzt mittlerweile der Hunger die Journalisten gepackt hat und deswegen nicht so viele Leute mehr um die Wagen rumstehen. Kommen wir ein bisschen besser hin. Merkt schon, die Halle ist riesenlang, denn normalerweise werden hier, ich weiß gar nicht, ob die Autos eigentlich normal nur abgestellt werden, gebaut werden oder was anderes passiert. Also hier seht ihr auf jeden Fall schon mal, ich glaube, das ist der Active. Da gehen wir mal von der Seite ein bisschen näher ran. Wir können leider nicht einsteigen, oder ich kann ja Nahaufnahmen liefern. Aber so nah können wir rangehen. Riesengroße 8 Zoll Touchscreen natürlich auch hier schon dann entsprechend eingebaut. Das neue Sync 3 System. Hier von hinten nochmal der klassische Fiesta, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir auf jeden Fall links hier aber noch den Fiesta Active. Also eine ganz neue Serie, die jetzt hier vor dem letzten Mal vorgestellt hat und eingeführt hat. Ich muss jetzt aber einmal hier rumlaufen, damit ich den mal von vorne zeigen kann. Von hinten schaut nämlich so ein bisschen aus wie ein Edge, nur in klein. Und dann kommen wir als letztes zum Vignale. Merkt, hier ist immer noch viel los und ich weiß, viele von euch hätten gerne, dass ich die Videos schneide, aber so kommt es ein bisschen authentischer. Vlog-Style rüber das Ganze. So, dann gehen wir mal ganz nah ran. Und hier haben wir das neue Active Fiesta Design von vorne. Schaut ein bisschen so aus wie ein Tesla, der Model 3 Serie sind das, glaube ich. Die ein bisschen noch vorbestellt werden können. Übrigens im Hintergrund ist das ein DJ-Roboter, falls ihr wundert, was das Ding da rechts oben ist. Kommen wir weiter zu dem Vignale, bei dem wir von der Seite hier anfangen. Das ist der Vignale, ist nur ein Dreitürer in dem Fall. Weiß nicht, ob es den als Fünftürer gibt. Schauen wir uns mal von vorne kurz an. Und gehen weiter hier zum Vignale-Logo. Beziehungsweise schauen wir uns mal von hinten auch ganz kurz an. Zurück und dann laufen wir einfach mal weiter in der Halle hier durch und ich zeige noch ein paar weitere Ford-Autos, nachdem wir jetzt die Highlights durch hatten und ihr, glaube ich, schon das meiste gesehen habt, was ihr sehen wolltet. Aber vielleicht kennt ihr das Ganze leider noch nicht, denn Ford hat ja wirklich viele Autos in den letzten Jahren vor allem sehr erfolgreich in Europa eingeführt. Rechts seht ihr noch, ich glaube, das ist der B-Max Vignale oder einfach nur Ford Vignale, aber nicht mal eine Edition, die nicht nur ein anderes Design beinhaltet und höherwertiges Leder und Innenausstattung, sondern auch speziellen Service, damit ihr auch zum Beispiel einen Concierge oder sowas anrufen könnt für spezielle Events.
nochmal den EcoSport. Dann kommen wir hin zu den Nutzfahrzeugen, die in Amerika vor allem super populär werden. Ich denke mal, der Ranger vor allem, der gefällt mir ganz gut. Liebst du dich jetzt den buchen für Vegas, für Kalifornien einmal rumfahren, damit ihr sehen könnt, Beach Patrol, ein ganz normaler Ranger. Und dann gibt es natürlich hier noch so Transporterautos wie der Transit. Und natürlich noch kleiner. Und damit waren wir hier auch schon ganz kurz für euch in Köln im Fortwerk, das erste Werk in Europa und schon längst bestehende und das modernste Autowerk der Welt. Wurde uns heute gesagt, wo auch hier natürlich minütlich oder unter einer Minute auch öfter Autos vom Rollband laufen, vor allem der Fiesta, aber natürlich auch viele andere Modelle. Mein Name ist Malaschka, wenn ihr uns geschaut habt und bis zum nächsten Mal.